Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video machen wir mal eine kleine Bibelstunde und zwar widmen wir uns dem Begriff der Hure Babylon. Und ja, meines Erachtens ist kaum ein biblischer Begriff so auseinandergenommen worden oder so oft spekuliert worden wie Babylon bzw. die Hure Babylon. Und es gibt dazu verschiedene Ansichten. Also oftmals wird mit der Hure Babylon das alte Rom assoziiert, oftmals auch der Vatikan, ja, in einigen Fällen auch. Und da kommen wir meines Erachtens der ganzen Sache schon näher, so einer endzeitlichen Weltordnung, die halt eben mit der Hure Babylon dargestellt ist. Also eine Weltordnung, die sehr durch totalitäre Kontrolle, aber auch durch große Sünde charakterisiert wird. Also so eine starke Abkehr von der Göttlichkeit. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nochmal einen neuen Aspekt mit reinbringen, und zwar die Rolle des Internets bei dem Begriff die Hure Babylon. Also das ist eine Eingebung, die ich schon vor etwa 2 Jahren hatte. Ich hatte sogar schon vor ein, zwei Jahren schon mal ein Video dazu gedreht. Habe mich damals dann aber dagegen entschieden, es zu veröffentlichen. Und mittlerweile hat dieser Begriff aber in mir gearbeitet, weshalb ich mich entschlossen habe, jetzt doch nochmal ein Video dazu zu machen. Und wie bei allen Themen im spirituellen und religiösen Bereich ist jeder hier dazu aufgefordert, das, was ich sage, nochmal mit seiner eigenen Intuition bzw. mit seinem eigenen Herzen zu prüfen. Ich möchte hier niemanden in die Irre führen, ich möchte nur Impulse und Anregungen geben. Also ich stelle jetzt mal die These auf, dass die Hure Babylon sehr viel mit dem Internet zu tun hat, beziehungsweise möglicherweise mit der globalisierten Welt, die durch das Internet auch nur so erst möglich ist, wie sie derzeit eben existiert. Möglicherweise ist die Hure Babylon sogar das Internet selbst. Also wie ihr das dann genau einordnet, könnt ihr ja für euch selber nach dem Video hier entscheiden. Springen wir doch direkt mal in die Thematik hinein. So, warum gehe ich davon aus, dass die Hure Babylon sehr viel mit dem Internet zu tun hat? So, also ich werde jetzt immer mal einzelne Absätze aus der Offenbarung des Johannes vorlesen, in dem auch über die Hure Babylon berichtet wird, und dann eben immer anschließend ausführen, warum ich der Ansicht bin, dass die Hure Babylon sehr viel mit dem Internet selbst zu tun hat. Legen wir los. Die Frau auf dem Tier, die große Hure Babylon. Und einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Also hier haben wir schon mal den ersten Hinweis, also diese Hure, also Babylon, sitzt an den vielen Wassern. Ja, also das würde schon mal gegen Rom zum Beispiel sprechen oder den Vatikan. Rom oder beziehungsweise der Vatikan, die liegen nur an wenigen Wassern, nicht an den vielen Wassern. Und was liegt an vielen Wassern? Also es müsste sich dann um eine Örtlichkeit handeln, beziehungsweise eine Stadt, die an vielen Wassern ist, also möglicherweise an allen Meeren. Ja, das würde zum Beispiel schon mal auf das Internet zutreffen. Und an dieser Stelle will ich diese Thematik auch noch mal ein bisschen weiter ausführen. Und zwar kann man ja das Internet selbst durchaus auch als Stadt wahrnehmen. Ja, also wir haben im Internet verschiedene Profile, die Avatare von Menschen darstellen, also Bewohner. Also wenn wir das Internet jetzt als Stadt sehen, sind alle Nutzer des Internets sozusagen die Bewohner dieser Stadt. Das Internet liegt an allen Wassern der Welt, also es ist auf der ganzen Welt verbreitet. Es gibt im Internet, wie auch in einer Stadt, gibt es Shops, Online-Shops, Geschäfte. Man kann letztendlich alles mittlerweile, was man in einer Stadt tun kann, auch
online im Internet tun, ja, also deswegen ziehe ich hier die Parallele vom Internet zu einer Stadt, ja, also im Verlauf dieses Videos kommen noch einige Sachen, die das meiner Ansicht noch ein wenig deutlicher machen, so, machen wir weiter. Also, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also die Könige haben mit der Hure Unzucht betrieben, gehen wir jetzt davon aus, dass es sich um das Internet handelt. So wurde das Internet für Fehlinformationen missbraucht beispielsweise. Ja, also es wurde Unzucht mit diesem Werkzeug Internet getrieben. Ja, von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Ja, also mit diesem... Ja, Wein kann man, wird auch immer oft gleichgesetzt mit Blut. Da will ich jetzt aber in diesem Video jetzt nicht zu sehr auf diese ganzen biblischen Symboliken eingehen. Sonst würde das Video hier mit Sicherheit Stunden dauern. Jedenfalls interessant finde ich auch den Absatz, dass die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Und wenn man sich mal in der Stadt umschaut, Leute, die die ganze Zeit auf ihr Smartphone gucken, die sich von einer Neuigkeit zur anderen klicken, also da kann man durchaus auch davon sprechen, dass die Menschen trunken geworden sind, also betrunken vom Internet, süchtig vom Internet, die Wahrnehmung wurde durch das Internet verzerrt, eben durch die übertriebenen Darstellungen, ja, Stichwort Fake News, Stichwort Propaganda, so innerhalb der letzten 2 Jahre haben wir ja durchaus sehr massiv die Auswirkungen gespürt, was für eine Macht dieses digitale Medium eben hat. So, machen wir weiter. Und er, also es geht noch um den Engel, und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Auf die 7 Köpfe und die 10 Hörner, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und die Frau war gekleidet in Purpur. Purpur steht auch immer für Reichtum, also früher waren... Ja, purpurne Kleidung, so das Teuerste, was man sich erwerben konnte. Also die Färbung Purpur war ja in der Antike und im Mittelalter, sofern man denn an das Mittelalter glaubt, die teuerste und aufwendigste Färbung. Also und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Ja, also mit der Hure Babylon gehen sehr sündhafte Eigenschaften einher. Wenn man mal schaut, welche Webseiten am meisten angeklickt werden heutzutage, also dann kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass es sich dabei um pornografische Inhalte handelt, also und das sind halt Inhalte, die ja insbesondere aus der damaligen Zeit, aus der Zeit des, aus der Zeit von Johannes, aus der Zeit von Christus halt als sehr große Sünde galten. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, also im ursprünglichen in der ursprünglichen Bibelvariante steht Mysterion und Babylon. Babylon ist nicht nur der Name, also steht nicht nur für den Name Babel, also der Hauptstadt des alten Babylons, sondern man kann Babylon auch mit Pforte der Götter übersetzen, beziehungsweise man kann auch ja die Bedeutung Pforte der Götter in es hinein interpretieren. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sich dabei möglicherweise um das Internet handeln könnte, könnte man insbesondere aus der damaligen Sicht, als die Bibel geschrieben wurde, durchaus von einer Pforte der Götter sprechen. Ja, aus unserer heutigen Sicht sind die Fähigkeiten, die uns das Internet gibt, zwar normal geworden, aus der damaligen Sicht sind es aber doch göttliche Fähigkeiten gewesen. Ja, also die Möglichkeit, mit jemandem vom anderen Ende der Welt zu kommunizieren, wäre aus damaliger Betrachtungsweise durchaus eine göttliche Fähigkeit gewesen. Ja.
Also deswegen würde auch hier ja diese Bezeichnung Pforte der Götter für das Internet passen. Also man hat durch das Internet auch Zugang zu allen möglichen Mysterien, zu allen möglichen spirituellen Richtungen. Also viele verschiedene Glaubensansichten verbreiten sich wie nie zuvor durch das Internet. Ja, man hat halt eben innerhalb von kürzester Zeit mit wenigen Klicks, mit wenig Aufwand die Möglichkeit, ja, diese ganzen Mysterien, dieses ganze religiöse und spirituelle Wissen eben abzurufen. Deswegen würde auch hier Pforte der Götter, ja, insbesondere aus damaliger Sicht auch gut auf das Internet zutreffen. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen, des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Jetzt geht's um die 7 Köpfe und die 10 Hörner. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen, und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Das war, also das Tier, das war und nicht ist und doch ist. Denk mal über diese Formulierung nach. Ja, also in der damaligen Zeit, als dieser Text verfasst wurde, da gab es noch keine Vorstellung von einer digitalen Welt. Ja, was war und was ist und doch, also was war und nicht ist und doch ist. Wie anders könnte man eine digitale Welt aus damaliger Sicht mit damaligem Kenntnisstand übersetzen? Was war, ja, also im Internet lassen sich Dinge speichern, ja, also es lässt sich ein Wissen speichern, es lassen sich Videos speichern, man kann, also wenn ihr zum Beispiel dieses Video seht, dann war das Video, ja, weil ihr seht es ja nach dem Zeitpunkt, nachdem ich es aufgenommen habe, ja. Das war damals aus damaliger Sicht nicht möglich. Also es ist etwas, was war. Du kannst in diesem Internet etwas sehen, was war und was ist, was nicht ist. Ja, also es ist digital, also es ist nichts zum Anfassen, also was nicht ist und was doch ist. Ja, irgendwie ist es doch. Ja, also finde ich eine sehr interessante Charakterisierung beziehungsweise eine sehr interessante, ja, Beschreibung einer digitalen Welt. Ja, also wie sonst hätte man aus damaliger Sicht eine digitale Welt beschreiben können? Was war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe und 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. Oder gehen wir erst nochmal hier auf diese 7 Berge ein, auf der die Frau sitzt. Da könnte man jetzt zum Beispiel die 7 Kontinente, von denen man überall auf das Internet zugreifen kann. Also welche Stadt sitzt sonst auf 7 Kontinenten oder was sitzt sonst auf 7 Kontinenten? Klar könnte man irgendwann dann sagen, es ist diese globalisierte Welt damit gemeint. Also auch diese Interpretation ist zulässig. Es trifft aber allerdings auch auf das Internet zu, welches halt auch auf 7 Bergen oder 7 Kontinenten sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige und für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Also es sind offenbar ja keine richtigen Könige in dem Sinne, also es wird gesagt, sie haben kein Reich empfangen, aber sie haben Macht wie Könige. Um welche
zehn Könige es sich da jetzt handelt, kann ich jetzt aus der jetzigen Sicht nicht genau sagen, aber ihr könnt ja mal überlegen, welche Eliten, die möglicherweise auch viel mit dem Internet zu tun haben, im Prinzip auch eine Macht haben, ja, dadurch, dass sie eben durch das Internet Informationen verbreiten können, eine Macht haben, die der Macht von Königen im Prinzip gleichkommt, beziehungsweise die Macht von Königen möglicherweise sogar übertrifft. Ich nenne jetzt hier an dieser Stelle keine Namen, ja, also schreibt mir gerne in die Kommentare, falls euch da Namen zu einfallen. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Also das Tier, damit ist mit aller Wahrscheinlichkeit Satan gemeint, beziehungsweise die Gottmutter, also das Böse auf der Erde. Genau, und ja, diese Könige, beziehungsweise diese Eliten übergeben ihre Macht dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Also mit dem Lamm ist Jesus gemeint. Jesus wird ja auch öfters als das Opferlamm Gottes dargestellt oder einfach nur als das Lamm Gottes. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Also die 10 Hörner sind, wie wir ja gelernt haben, diese 10 Könige. Und es wird davon ausgegangen, dass diese 10 Könige erstmal mit dem Tier, also mit Satan, kämpfen bzw. auf deren Seite stehen, aber am Ende des Tages letztendlich die Hure hassen werden und die Hure selbst zerstören werden. Also ja, entweder das Internet oder diese globalisierte Welt, dieses Moloch sozusagen, diese neue Weltordnung. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Ja, also auch diese vermeintlichen Gegenspieler Gottes sind im Prinzip von Gott auserwählt. Also sie spielen letztendlich eine Rolle, ja, also sie sollen die Welt letztendlich in einen Zustand bringen, damit diejenigen, die wahrhaftig zu Gott finden oder die wahrhaftig zu Gott gehören, auch die Möglichkeit haben, die Unwahrheit durch ihr Wirken zu erkennen, ja, und somit dann halt am Ende zu Gott finden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Ja, also die Stadt oder das Internet, wenn man jetzt so will, oder die globalisierte Welt übt letztendlich Herrschaft aus über die Könige der Erde. Ja, nicht umgekehrt, wie man erstmal meinen sollte, sondern ja, eben auf verzerrte Weise. Ja, also ja, dieses Babylon, ob es jetzt das Internet ist oder ja, was auch immer, ist eigentlich zu einem solchen Selbstläufer geworden, dass selbst die Könige ihr dienen letztendlich, ja. So, also bis jetzt mag das alles noch so ein bisschen abstrakt sein, aber meiner Ansicht nach wird es jetzt im Folgenden nochmal deutlicher, dass es sich ja dabei zumindest um das Internet handeln könnte. Das Gericht über Babylon. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Ja, also da kommen wir doch der Sache schon näher. Also ja,
man kann auch sagen, das Internet ist eine Behausung der Dämonen geworden. Also ja, nirgendwo oder auf keine Weise haben wir so schnell und unkompliziert Zugriff auf, ja, ich sag jetzt mal, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber ich sag jetzt mal auf die Sünde, ja, also Stichwort wieder zum Beispiel Pornografie, irgendwelche gewaltverherrlichenden Inhalte und so weiter, ja, also es ist ein Ort der Sünde geworden, einem Ort der unreinen und verhassten Vögel, wie es jetzt hier dargestellt wird. So, und ganz, ganz wichtig, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Ja, also so ein Reichtum, wie es das Internet jetzt ermöglicht für Kaufleute zum Beispiel, gab es eigentlich vor der Existenz des Internets in dieser Art und Weise nicht. Also man sieht nur, ja, große Online-Marktplätze, ja, wo man online bestellen kann und so weiter und so fort. Also auch hier will ich jetzt keine Namen nennen, aber ja, es trifft auch hier 100% wieder zu, dass die Kaufleute der Erde ja durch diese gewaltige Üppigkeit reich geworden sind. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Geht hinaus aus dem Internet, wäre das dann nach meiner These, die ich jetzt mal so in den Raum gestellt habe, wäre dann die Aussage: Geht hinaus aus dem Internet, damit ihr nicht, ja, seine Sünden und ihre Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Bis zum Himmel, Stichwort Satelliten, ja, Internet, Satelliten, bis zum Himmel. Elon Musk, Neuralink, Satelliten, ja. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das doppelte Heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. Ja, also hier könnte man es jetzt so interpretieren, also die Unwahrheit, die durch die Medien, durch das Internet verbreitet werden, ja, das, was euch eingeschenkt wurde, schenkt ihr doppelt ein. Also es könnte, man könnte jetzt daraus lesen, dass man mit den gleichen Mitteln ja, zurückkämpfen sollte. Also die, man könnte dann eben durch das Internet zum Beispiel die Wahrheit verbreiten, die dann eben gegen die Unwahrheit steht, die von diesen, ja, sogenannten Königen verbreitet wurde. Würde allerdings jetzt wieder im Widerspruch dazu stehen, zu dem geht hinaus aus ihr. Ja, oder jeder kann natürlich was Eigenes daraus lesen, also diejenigen, die jetzt nicht unbedingt sich mit der Verbreitung der Wahrheit beschäftigen, für die wäre es möglicherweise besser, das Internet zu verlassen und sich alltäglicheren Dingen zuzuwenden. Diejenigen, die da Informationen haben und verbreiten wollen, die könnten noch weiterhin, ja, im Internet diesen Kampf gegen die Unwahrheit führen, sozusagen. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid, denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod, Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, und stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Ja, so. Damit werden ihre Plagen kommen, Tod, Leid und Hunger. Ja, also das ist eigentlich etwas, was sich jetzt gerade anbahnt, was sich im Weltgeschehen jetzt gerade immer mehr und mehr veräußert. Und zwar ist es ja so, dass wir jetzt ja auch merken, dass Lieferketten zusammenbrechen, ja, dass Versorgungswege halt, ja, dass es da immer größere Unstetigkeiten gibt. Und das ist ja auch insbesondere dem Internet geschuldet letztendlich oder der Globalisierung an sich. Ja, also durch den Luxus und die vermeintliche Bequemlichkeit des Internets haben wir halt überall ausgelagerte Betriebe. Im Ausland werden irgendwelche Zubehörteile produziert. Wir importieren viele der Güter, die wir benötigen, aus dem Ausland. Das wird auch über das Internet geregelt. Also das Internet hat diese Möglichkeiten,
geschaffen und eine vermeintliche Sicherheit oder eine vermeintliche sichere wirtschaftliche Verbindungen geschaffen. Wenn das Internet jetzt aber zusammenbricht, beziehungsweise Teile davon zusammenbrechen, dann führt das eben zu diesem Tod, Leid und Hunger, was hier auch in der Bibel genannt wird. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Ja, also diejenigen, die ihre Macht letztendlich auf dem Internet bzw. diesem System begründen, ja, die werden dann eben beweinen, wenn dieses System zusammenfällt. Ob es jetzt das Internet ist oder diese globalisierte Welt oder wie auch immer. Und sie werden von Ferne stehen aus, Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Ja, also auch hier diese eine Stunde finde ich sehr, sehr interessant. Also ja, ich will jetzt hier nicht wirklich wieder auf Symbolik oder Numerologie eingehen, also auch solche Angaben wie eins, ein Tag, das ist jetzt im biblischen Kontext nicht immer unbedingt wortwörtlich zu verstehen. Es drückt aber aus, also in einer Stunde, dass es halt innerhalb von kürzester Zeit passiert. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, dass diese Stadt Babylon an vielen Wassern sitzt, ja, möglicherweise an allen Wassern oder auf sieben Bergen, ja, also auf allen Kontinenten. Wie wäre es möglich, eine solche Stadt innerhalb von einer Stunde oder innerhalb von kürzester Zeit zu zerstören? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass es sich dabei um das Internet handeln könnte oder es mit dem Internet verbunden ist, dann macht das alles schon viel mehr Sinn. Wenn das Internet zerstört wird oder wenn das Internet ausfällt oder wie auch immer, dann wäre halt eben diese große Stadt bzw. dieses System innerhalb von kürzester Zeit lahmgelegt. Und ja, das würde halt eben zu diesem hier skizzierten Szenario kommen. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen. So. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Waren kauft. Ja. Wenn das Internet nicht mehr funktioniert, können auch diese ganzen Online-Shops nicht mehr ihre Waren verkaufen. Dementsprechend werden die Kaufleute trauern. Also auch hier wieder eine 1:1 Übereinstimmung. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Also alle Sachen, mit denen halt eben auch im Internet gehandelt wird, insbesondere die Seelen der Menschen, sollten einen bedenklich stimmen, so, weil eben auch über das Internet geschieht, wenn man es so will, sehr, sehr viel Verführung, welches das Seelenheil gefährdet, sagen wir mal so. Also man kann schon durchaus sagen, dass im Internet auch Seelen der Menschen gehandelt werden. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden und du wirst sie niemals mehr finden. Also gehen wir jetzt davon aus, dass es sich um das Internet handelt, dann wird es mit dem Internet dann ein für alle Mal vorbei sein, wenn dann Gottes Reich letztendlich kommt. Oder wir im 5D-Bewusstsein leben. So, die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual und Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern. Und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne.
und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich? Ja, also das ist auch wieder so eine ganz wichtige Passage. Also auch die Menschen, die auf dem Meer arbeiten, die auf der See stehen, die Matrosen und Kapitäne, ja, auch die schauen der Feuerbrunst hinterher, ja, wobei Feuerbrunst jetzt auch symbolisch zu verstehen ist, also mit der Feuerbrunst oder mit der untergegangenen Stadt wäre dann halt eben nach meiner These, die ich jetzt in den Raum gestellt habe, so der Ausfall des Internets oder der Niedergang des Internets, das wäre dann damit halt gemeint. Und sie würden, ne, also auch diese Matrosen, das hat ja auch sehr, sehr zugenommen in der globalisierten Welt, also dass sehr viel jetzt aus China zum Beispiel importiert wird und so weiter und so fort. Und ja, das hat jetzt halt auch nochmal durch die Etablierung des Internets halt nochmal massiv zugenommen, dass wir halt so diese Waren über den Seeweg, also nochmal viel, viel mehr beziehen, als das noch vor den Zeiten des Internets der Fall war. Wobei das auch damals, also Seehandel gab es natürlich schon immer. So, und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Ja, das ist es halt eben wieder, ne? Alle, die auf dem Meer Schiffe hatten, reich geworden sind durch ihren Wohlstand. Ja, Internet, Globalisierung, ich hab's ja schon mal erzählt. Genau. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. So. Da haben wir jetzt auch wieder so einen Hinweis, ja, ein Stein wie ein Mühlstein, also ein runder Stein, also das könnte halt auch auf einen Satelliten hindeuten, ja, oder mehrere Satelliten, also der Engel schleudert ja diesen Mühlstein als Symbol nieder, wie es aussieht oder was dazu führt, dass diese Stadt Babylon zersprengt wird oder diese Stadt Babylon fällt. Ja, und wenn wir jetzt da von diesen Neuralink-Satelliten ausgehen, beispielsweise, also mit diesen Satelliten, mit Netzwerk, mit diesem Internetnetzwerk, was Elon Musk zurzeit installiert, ja, könnte man es halt so deuten, dass diese Satelliten dann halt auf die Erde hinuntergestürzt werden und damit dann eben, ja, dann das Zeitalter des Internets dann möglicherweise besiegelt wird. Genau, so, wo waren wir? Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Kein Musiker, also kein Harfenspieler, kein Flötenspieler, kein Trompetenspieler wird mehr in dieser Stadt, also in dem Internet gehört werden, also Musikvideos und so weiter, ne? Also kein Künstler wird sich mehr über das Internet präsentieren können. Ja, also auch hier wird es wieder auf das Internet passen, was hier beschrieben wird. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Ja, mit Zauberei kann man halt auch psychologische Kniffe und so weiter und so fort, kann man auch psychologische Taktiken, psychologische Einflussnahme sehen, also in spirituellen Kreisen. Ja, wird psychologische Manipulation auch oft mit Zauberei gleichgesetzt, beziehungsweise das Manifestieren von Dingen auch. Also auch das wird ja über das Internet zu Genüge getan. Also auch hier, ja, durch die Zauberei, durch das Internet, durch die Magie des Internet wurden alle Völker verführt.
Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Ja, wie könnte das gemeint sein? Also ja, zum Beispiel durch blasphemische Äußerungen gegenüber Gott oder ja, gegenüber Heiligen. Also auch das finden wir ja im Internet. Ja, also eigentlich finden wir ja alles im Internet, was was eigentlich nur so denkbar ist. So, deswegen würde das alles ganz gut zusammenpassen. Ja, das soll es jetzt mit mit der Interpretation oder mit einer Interpretation der Hure Babylon gewesen sein. Also ich sage nicht, dass die Hure Babylon jetzt unbedingt das Internet sein muss, aber ich habe schon durchaus das Gefühl, dass sie eng mit dem Internet verbunden ist, beziehungsweise dass das Internet eine sehr große Rolle in der Hure Babylon spielt, beziehungsweise in Verbindung mit dieser Hure Babylon. Ja, schreibt mir doch eure Meinung oder euer Empfinden zu dieser These gerne mal in die Kommentare. Also könnt ihr euch auch vorstellen, dass es sich bei der Hure Babylon um das Internet handelt? Oder ist die Hure Babylon ja das globalistische System? Ist die Hure Babylon die neue Weltordnung? Oder ist sie der Vatikan? Ist sie Rom? Was habe ich noch gehört? Ich habe gehört, dass die Hure Babylon, dass das Außerirdische sein könnten, also mit denen die Kaufleute dann Handel treiben und reich werden. Das wäre dann ein Szenario, was erst in der Zukunft stattfinden würde. Aber ja, schreibt mir doch dazu eure Meinung gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten hoffe ich, dass dieses Video dir vielleicht den ein oder anderen Impuls mitgegeben hat. Ansonsten freue ich mich auch immer über ein Gefällt mir oder ein Abonnement auf meinem Kanal. Auch freue ich mich darüber, über jeden, der meine Videos verbreitet und teilt, an Freunde weitersendet und natürlich auch über eine kleine Spende. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und Gottes Segen. Tschüss.